Arzt werden wird. Naika Forotan hat an der Universität zu Köln Politikwissenschaften, Romanistik und Islamwissenschaften studiert. Und 2004 hat sie an der Uni Göttingen promoviert. Ihr Forschungsgebiet wurde mehrfach ausgezeichnet. Sie war lange Zeit Lehrbeauftragte für Politikwissenschaften an der Universität Göttingen und am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. Und seit 2009 forscht sie und lehrt an der Humboldt-Universität und als Schumpeter-Fellow der Volkswagen-Stiftung leitet sie das Forschungsprojekt Heimat, hybride europäisch-muslimische Identitätsmodelle. Und sie ist eine der Initiatorinnen und Initiatoren und auch Sprecherinnen vom Verein Deutsch Plus. Herzlich willkommen, Naika. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Danke, ich freue mich sehr, heute hier zu sein, obwohl ich jetzt am Ende des Nachmittages das Gefühl habe, es ist eigentlich heute hier schon alles gesagt worden. Ich sollte ein Impulsreferat halten zu dem Thema Leben in der pluralen Einwanderungsgesellschaft. Das haben wir heute schon von allen Seiten versucht zu greifen und ergreifen. Und das, was ich jetzt hier bringe, ist im Grunde genommen, kann man das nur noch als Zusammenfassung maximal sehen und vielleicht kann es auch als Input nochmal in unsere nächste Diskussion einleiten. Ich habe hier sehr viele Folien vorbereitet, weil ich sozialwissenschaftlich sehr stark mit Zahlen und Datenmaterial arbeite und das immer sehr schwer ist, das zu erklären, ohne dazu auch die Folien zu präsentieren. Und ich würde eigentlich ganz gerne abstrakt oder allgemein auf das Thema Pluralität eingehen mit den Zahlen zum Migrationshintergrund und weniger konkret bezogen auf die Gruppe türkeistämmiger Menschen hier, obwohl wir diesbezüglich auch konkret an meinem Institut arbeiten und mit meinen Mitarbeitern. Also wir haben auch einen Fokus auf die Gruppe der Deutschtürken, aber generell behandeln wir vor allen Dingen das Thema Hybridität und untersuchen, wie sich Identitäten im Kontext von Einwanderung verändern. Deutschland, als das Land, von dem wir heute schon den ganzen Tag sprechen und zu dem wir uns alle mehr oder weniger zugehörig fühlen, hat ungefähr 82 Millionen Einwohner. Wir haben jetzt den Mikrozensus, der die ganze Zeit läuft. Und es wird erwartet, dass die Zahlen rückläufig sind, dass sie sich vielleicht bei 80 Millionen einpendeln. Aber das ist dann auch kein besonders großer Unterschied. Interessant ist, dass wir dieses Jahr erstmalig 16 Millionen Bürger mit Migrationshintergrund hier haben. Von diesen knapp 82 Millionen. Und von diesen 16 Millionen sind knapp 10 Millionen mittlerweile Deutsche. Das heißt, wenn wir von Ausländern sprechen wollen, sind damit nur noch die gemeint, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, ungefähr 6 Millionen Menschen. Wenn wir den Anteil versuchen, auf die Bundesländer die Verteilung zu sehen, sticht besonders ins Auge, dass wir die Flächenstaaten haben, wie Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen oder die kleinen Stadtstaaten Berlin und Hamburg, wo mittlerweile mehr als 25% der Personen einen Migrationshintergrund haben. Und hier fällt natürlich besonders ins Auge, wenn Sie so sich diese Karte einfach so visuell betrachten, dass die linke Seite die Seite ist, die ganz dunkel aussieht und die rechte Seite so ganz hell und blond. Und es ist einfach interessant zu wissen, dass von den 16 Millionen Menschen, die wir hier haben mit Migrationshintergrund, nur 5% überhaupt in den neuen Bundesländern leben, aber trotzdem Äußerungen bezüglich Abwertung und Ressentiments in diesen Bundesländern am höchsten sind. Schauen wir uns die Personen mit Migrationshintergrund unter 10 Jahren an, da fällt uns auf, dass zum Beispiel Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, die Länder, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, mittlerweile bei 40% und mehr liegen. Und da fällt auch immer wieder, wenn man zurückgeht, man sieht diese Zahlen und man hat im Diskurs immer wieder das Gefühl, wenn über Migrationshintergrund gesprochen wird, dann suggeriert das so eine Form, so eine Angst vor Überfremdung, vor Veränderung des Landes und ganz oft wird damit mitgedacht, die Idee der Überfremdung wird assoziiert mit einer Idee der Islamisierung. De facto ist es aber so, dass 70% der Menschen mit Migrationshintergrund im weitesten Sinne aus Europa kommen, 40% tatsächlich aus der Europäischen Union. Die größte Gruppe ist die Gruppe der Türkeistämmigen und die Gruppe der ehemaligen Aussiedler. Beide liegen ungefähr gleich auf 3 Millionen. Hier die Zahl
Das ist einfach, dass Sie sich vielleicht für später im Kopf haben, von den Menschen mit Migrationshintergrund kommen ungefähr 17%, merken Sie sich das aus der Türkei, da komme ich später nochmal, also kamen Sie oder Ihre Eltern oder Großeltern irgendwann mal aus der Türkei nach Deutschland. Nochmal zurückgehen. Wir haben ja diese große gelbe Seite in diesem Kuchen, in der steht sonstige Herkunftsländer beziehungsweise ohne Angaben. Das ist natürlich sehr irritierend und man fragt sich immer, wieso werden eigentlich dort nicht angegeben. Warum ich darauf zu sprechen komme, ist, weil wir in Deutschland 4,3 Millionen Menschen haben, die einen muslimischen Hintergrund haben. Und während wir im letzten Jahr sehr stark über das Buch von Thilo Sarrazin debattiert haben, kam diese gelbe Seite des Kuchens immer wieder so in die Diskussion, weil er daraus geschlossen hat, die gelbe Seite, die man nicht definieren kann, weil sie ihre Staatsangehörigkeit nicht angegeben haben, keinen Pass haben, keine sozusagen nicht erfasst werden konnten beim Mikrozensus, sind bestimmt größtenteils auch Muslime gewesen. Und daraus hat sich dann in seiner Wahrnehmung die Zahl der 4,3 Millionen wurde dann kommuniziert als 8 Millionen. Das ist aber nicht so. Statistisch gesehen bleiben wir bei 4,3 bis 4,1, also eher runtergehend. Nur um Ihnen zu zeigen, was passieren würde, wenn wir die Aufschlüsselung machen. Das ist eine exemplarische Aufschlüsselung für Frankfurt. Da kann man eben sehen, dass bestimmte Herkunftsgebiete so kleinteilig sind, dass sie letztlich statistisch keine Relevanz haben. Deswegen tauchen sie auch in den Migrationsherkunftsorten weniger auf. Die deutschen Großstädte allgemein sind sehr heterogen. Wir haben heute schon mal über Frankfurt gesprochen. Das ist auch eine Stadt, die immer wieder erwähnt wird, weil Frankfurt tatsächlich den Anteil der Kinder unter 6 Jahren schon bei 67,5% hat. Und wir können uns aber Frankfurt, was uns vielleicht schon bekannt sein sollte, kurz mal weglegen und weiterdenken. Wenn Sie hier auf diese Zahlen schauen, da werden Sie eine Stadt vermissen und das ist Berlin. Und trotzdem ist es so, ich hatte letztens ein Seminar mit Polizisten und wollte dann die Abfrage haben, wie die Wahrnehmung ist, wie eben die gelenkte Wahrnehmung ist. Und habe gefragt, was glauben Sie, wo prozentual in Deutschland die meisten Menschen mit Migrationshintergrund leben? Und von allen Teilnehmern, von 18 Teilnehmern, haben 17 gesagt Berlin. Und die anderen haben gesagt Hamburg. Und das sind beides Städte, die tauchen letztlich in der Statistik nicht auf. Das heißt, das, was gefühlte Wahrnehmung ist und das, was statistisches Faktum ist, geht ganz oft auseinander. Wir haben hier Städte, die man überhaupt nicht mitdenkt, wie zum Beispiel Augsburg, 39,5%. Also 40%, wenn Sie es ein bisschen weiterdenken, könnten Sie sagen, jeder zweite Augsburger, der Ihnen auf der Straße begegnet, hat einen Migrationshintergrund. Wir haben Nürnberg, auch fast mit 40%. Stuttgart, auch immer ganz weit oben. Also hier schon 3 Städte benannt, die eigentlich in der normalen Assoziationskette niemals mit Migration assoziiert werden. Und man muss sich fragen, warum? Und dann kommt der nächste Schritt, dass man merkt, dass Migration häufig mit den Städten assoziiert wird, in denen es tatsächlich dysfunktionale Problemlagen gibt, also soziale Probleme. Wenn man sagt, Augsburg, Stuttgart, Nürnberg sind reiche Städte, da funktioniert's, da denkt man gar nicht mit, dass dort eben 40% tatsächlich einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Wenn man das vorstellt, kommt ganz oft die Frage, oder die Aussage, naja, die haben bestimmt eine andere Form von Migration. Vielleicht sind da ja die Russlanddeutschen hingegangen oder vielleicht sind ja da keine Türken hingegangen. Und deswegen sind diese Städte wahrscheinlich auch wirtschaftlich so erfolgreich gewesen und spielen jetzt nicht so eine große Rolle. Jetzt können wir das für Baden-Württemberg mal durchspielen und uns das mal anschauen. Baden-Württemberg ist tatsächlich das Land mit dem, das Flächenland mit dem größten Anteil an Personen mit Migrationshintergrund. Und wir können das dann nochmal weiterspielen für Stuttgart konkret und können uns da anschauen. Ich habe Ihnen eben gesagt, merken Sie sich mal die 17% und schauen sich an für Baden-Württemberg jetzt als Flächenland, dass dort 23% Menschen türkeistämmig sind, also mehr als der Bundesdurchschnitt. Und ich sage das einfach nur deswegen, weil mir das Argument oft entgegengebracht wurde, ach ja, das Land ist so erfolgreich, da sind bestimmt nicht die Türken hingewandert. So, also habe ich tatsächlich schon häufiger gehört. Insofern habe ich mir diese Statistik mal besorgt. Aber
Interessant nochmal, um zu Frankfurt zurückzukommen von eben, wenn man sagt, 67% der Kinder dort haben einen Migrationshintergrund, das ist das, was Frau Böhmer heute mal kurz erwähnt hat, verschieben sich da vielleicht Gedanken von Mehrheit und Minderheit? Und wie gehen wir damit um, wenn eine ehemals gedachte Minderheit, für die man Schutzfunktionen und strukturrelevante Maßnahmen erfindet, plötzlich zur Mehrheit wird? Und wir müssen dann natürlich politisch ganz viel hinterfragen, weil, wenn wir uns Schulen ansehen und immer wieder auch von Lehrern geäußert, der Vorwurf, die Schulen, die haben einen zu großen Migrantenanteil, das kann nicht funktionieren. Also brauchen wir einen Schlüssel für Schulen. Es muss ein Drittel Menschen mit Migrationshintergrund geben und zwei Drittel Deutsch-Deutsche. Und dann kann dieser Schulort wieder funktionieren. Aber wenn wir nach Frankfurt gehen und uns ansehen, dass mittlerweile fast 70% der Kinder dort einen Migrationshintergrund haben, können wir diesen Schlüssel ad acta legen. Das ist veraltete Politik. Und uns fällt auf, dass ganz oft Konzepte der Politik von der Schnelllebigkeit der Zeit eingeholt werden und wir nicht schnell genug sind mit den Konzepten, die hinterherkommen. So geht es auch mit gedanklichen Ebenen. Zum Beispiel Christian Pfeiffer vom Kriminologischen Institut Niedersachsen hat vor Jahren angefangen, in einer Talkshow bestimmte Verbindungen von Kriminalität und Religion zu skizzieren und hat es zunächst mal im ethnischen Kontext gemacht und hat immer vor 10 Jahren einen Spruch gebracht, der damals sehr neu, sehr erfrischend und für die Zeit auch sogar progressiv war. Er hat dann immer gesagt, wenn Mehmet mit Moritz im Sandkasten spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mehmet kriminell wird, wesentlich geringer. Jetzt können wir aber mal nach Frankfurt schauen und uns fragen, was passiert denn, wenn es immer weniger Moritz gibt? Steht der Name Moritz sinnbildlich für das Gute, Funktionierende und der Name Mehmet für das, was nicht funktioniert? Oder müssen wir anfangen zu denken und zu sagen, wenn Mehmet mit Ali im Sandkasten spielt und Ali kommt aus einer bildungsnahen Familie und Mehmet kommt aus einer bildungsfernen Familie, dann ist immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass der eine kriminell wird, wesentlich geringer, weil es eben Bildungsferne und Bildungsnähe gibt, die gekoppelt werden, der ethnische Moment aber entkoppelt werden muss, weil wir einfach aus dem Zustand herauskommen müssen. Das ist der Moment, den wir untersuchen mit dem Faktor Hybridität. Wir fragen uns, wie lösen sich eindeutige Zuschreibungen auf und versuchen dafür so mögliche Raster von Verortung zu finden. Das hatten wir heute Morgen schon in der Diskussion sehr stark, als die Frage kam, als Ralf Füchs zum Beispiel Deutsch Plus zitiert hat und sagte, kann man nicht bekennen, dass man Deutsch ist und Punkt. Tatsächlich hat er das nicht so zitiert, wie wir das eigentlich sagen wollen. Wir wollen ja nicht sagen Deutsch und Punkt, sondern wir wollen ja sagen Deutsch und plus irgendwas anderes. Deutsch plus türkisch, Deutsch plus iranisch, Deutsch plus Mann, Frau, was auch immer. Und nicht Punkt dahinter. Also wir sagen, die Identitäten können viel mehr verbindende Elemente haben. Und Kenan Kulas Antwort war dann heute Morgen, ich bin Deutsch-Türke plus oder Punkt. Also im Grunde genommen, ist es denn immer noch möglich oder haben wir jetzt alle einen Gruppenzwang, unbedingt sagen zu müssen, wir sind deutsch oder schießen wir uns gleich aus der Gesellschaft raus, wenn wir affirmativ sagen, nein, ich bin aber türkisch und möchte das gerne sein? Also in dem Untersuchungsfeld, das wir haben, fällt uns auf, dass ja, immer mehr Jugendliche gerne sagen möchten, sie sind türkisch. Wir untersuchen warum und haben uns die Frage gestellt, da kommt natürlich das, was wir heute alle schon oft gesagt haben, der Anerkennungsfaktor hinzu, dass man sagt, es ist mir einfacher, ich habe so oft versucht zu sagen, ich bin deutsch, dann wird immer wieder nachgefragt, aber woher eigentlich? Wenn ich dann sage Türke, wird die Frage nicht mehr wiederholt. Also oft ist das so ein einfacheres Muster. Manchmal ist es aber auch das Gefühl, und das muss ich gleich als mittleres Forschungsergebnis hier mit einschieben. Wir sind mit der Hypothese gestartet, dass Einwanderungsgesellschaften immer mehr multiple Identitäten ausbilden und dass das im Grunde genommen etwas ist, wonach sich die Menschen sehnen, Ruhe in der Mehrdeutigkeit. Das müssen wir teilweise wieder zurücknehmen und sagen, es gibt auch sehr viele Menschen, die sich Eindeutigkeit wünschen. Wir können einfach nicht unterstellen, so das ist jetzt eine globalisierte Gesellschaft, du musst jetzt bekennen, ich bin deutsch und irgendwas anderes, sondern der Wunsch nach Eindeutigkeit bleibt und besonders in der Jugendphase kann man ihn stark spüren. So, jetzt habe ich eben versucht zu skizzieren, wie vielfältig und plural Deutschland als Einwanderungsland bereits geworden ist und wo wir aber immer noch besonders in dem letzten Jahr starke Konflikte aufweisen konnten, war eben, dass die faktische Realität, also dass Deutschland plural geworden ist,
stößt sich an der Einstellung, die es hier in dem Land tatsächlich gegenüber Vielfalt gibt. Da haben die Kollegen aus Bielefeld um Wilhelm Haltmaier seit 10 Jahren schon gemessen, wie sich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutschland artikuliert. Und die Zahlen des letzten Jahres, das war die 9. Auskopplung, also 9 Jahre haben sie schon gemessen. Die Zahlen des letzten Jahres waren tatsächlich innerhalb des gesamten Bemessungszeitraums die schlechtesten Zahlen. 49,4% der Befragten sagen, es leben zu viele Ausländer in Deutschland. Der Befragten, das ist eine Repräsentativstudie, das gilt also für Deutschland. Ich könnte auch sagen, 49,4% der Deutschen sagen, es leben zu viele Ausländer hier. Also diese Zahl beinahe 50%. Sie hielt sich relativ stabil in den letzten 9 Jahren zwischen 40% und 45%, in der letzten Auskopplung fast bei 50%. Das ist also tatsächlich eine Erkenntnis, von der man denkt, die Zahl kennen viele Menschen nicht, aber die Zahl spüren viele Menschen. Das heißt, man muss diese Zahl nicht wissen, aber man geht, wenn man sie weiß, erst recht mit der Erkenntnis durch die Stadt, dass man denkt, jeder Zweite, der mir entgegenkommt, denkt, ich sollte eigentlich nicht hier sein. Warum? Weil ich habe Ihnen zwar eben gesagt, eigentlich sind es nur 6 Millionen Ausländer, 10 Millionen sind ja Deutsche, aber das Bild Ausländer ist, wie Sie alle wissen, sehr stark an einen bestimmten Phänotyp auch gekoppelt. Also man kann einen Pass haben, oder wir haben eben das so schön gesehen, Pass mit türkischem Bekenntnis. Im Grunde genommen ist es tatsächlich der Phänotyp, wonach gedacht wird, Ausländer oder Nicht-Ausländer, und diese Person sollte nicht hier sein. Die andere Zahl, 65% circa, sagen, wer irgendwo neu ist, sollte sich erstmal mit weniger zufrieden geben. Ja, das ist einfach erstmal eine Aussage, die total logisch klingt. Die klingt genauso logisch wie, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, hast du zu machen, was ich zu sagen habe. Also es gibt bestimmte Sachen, die im ersten Moment, wo man so das Gefühl hat, ja. Und das ist auch so die Kernaussage zum Beispiel von Herrn Buschkowski, der sagt, wer in das Land als Gast kommt, hat die Gesetze dieses Landes zu respektieren. Da verweben sich so bestimmte Momente von, ja, man kann zustimmen, man hat das Gefühl, ja, der Satz, der ist doch jetzt gar nicht so schlimm, der hat doch schon lange seine Gültigkeit gehabt, was soll denn daran so falsch sein? Aber wenn wir diesen Satz entschlüsseln, 65% sagen, wer irgendwo neu ist, sollte sich erstmal mit weniger zufrieden geben, müssen wir sehen, dass wir ganz schnell an die Grenze der Begriffspraxis stoßen, also an den Migrationshintergrund. Wir reproduzieren, oder die Statistik reproduziert den Migrationshintergrund bis in die 3. Generation. Jetzt sagen wir, die 1. Generation stimmt diesem Satz vielleicht innerlich intuitiv zu, stimmt, wer neu ist, erstmal hinten an der Schlange anstellen. Dann kommt aber die 2. und 3. Generation, die Enkelkindergeneration, die sich sagt, Moment, Mama, ich bin aber doch jetzt nicht mehr hier neu. Selbst die 1. die seit 50 Jahren hier ist, sagt sich, wo bin ich denn noch neu? Aber die 3., die sozusagen das Gefühl von Neusein mit sich selbst nicht abgleichen kann, heißt aber trotzdem noch Person mit Migrationshintergrund. Also die Suggestion des Neuseins bleibt bei dem Wort Migrationshintergrund haften und dementsprechend auch die subtil unterstellte Zuschreibung erstmal abwarten, erstmal benehmen, erstmal hinten anstellen, kommst noch dran. Also das ist das, was bei diesen Aussagen mitschwingt, die so ein bisschen die Einstellung zu der Pluralität hier im Land widerspiegeln. Wir haben aber noch eine andere Messung von der Universität Münster, die Einstellung gegenüber religiöser Vielfalt gemessen hat im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Da wurde Deutschland verglichen mit Dänemark, Frankreich, Niederlande und Portugal. Und wir können sehen, dass Deutschland, das sind die grünen Balken, in allen Bewertungen gegenüber Angehörigen bestimmter Religionen negativer abschneidet als die anderen Vergleichsländer. Und die Frage, die Sie vielleicht ganz hinten nicht lesen können, die gestellt wurde, ist, wie ist Ihre persönliche Haltung zu den Mitgliedern folgender religiöser Gruppen? Eher negativ bis sehr negativ. Und da können wir bei Deutschland, besonders bei der Gruppe der Muslime, sehen, dass 62% der Menschen in Ostdeutschland sagen, ihre Einstellung zu Muslimen sind eher negativ bis sehr negativ. Und knapp 58% in Westdeutschland. Das ist ein extrem hoher Wert, besonders wenn man jetzt Ostdeutschland nimmt und sich überlegt, dass von den 16 Millionen eben nur 5% in den neuen Bundesländern leben. Und wenn man das nochmal auf Muslime runterbricht, dann gibt es ganze Landstriche, da gibt es maximal einen
Dönerverkäufer, so ungefähr, aber überhaupt keinen sonstigen Kontakt zu irgendwelchen Muslimen. Aber trotzdem, man sieht generell auch die Haltung gegenüber Hinduisten, Buddhisten und Juden sind in Deutschland wesentlich negativer als in den Vergleichsländern. Jetzt kann man die Frage stellen, wird auch häufig gestellt, ob das jetzt mit einer generellen Religionsskepsis vielleicht hier bei uns zu tun haben könnte. Wichtig ist aber, die Frage ist nicht nach der Religion gestellt worden, also was halten Sie vom Islam, Hinduismus oder Judentum, sondern wie ist Ihre persönliche Haltung gegenüber den Mitgliedern folgender Gruppen? Und insofern kann man da schon tatsächlich von einer persönlichen Haltung gegenüber Personen und nicht gegenüber Religion. Insofern ist der Faktor Religionsskepsis, kann da so ein bisschen ausgeklammert werden. Die Bilder zu Muslimen in Deutschland, weil wir eben über Pluralität sprechen und über Deutschland als Einwanderungsland und über das Faktum, dass Deutschland immer pluraler wird, dass aber das Bild überwiegt, dass vor allen Dingen die Pluralität auf Kosten einer Entfremdung oder auf Kosten einer Überfremdung stattfindet. Und das assoziiert man in den letzten 10 Jahren vorrangig mit einem Negativbild zu Muslimen. Das will ich Ihnen alles gar nicht mehr so vorlesen. 83% halten Muslime für fanatisch, 71% für intolerant und 91% denken beim Stichwort Islam zunächst mal an Benachteiligung von Frauen. Das können Sie nachlesen bei Heiner Bielefeld, das Islambild in Deutschland. Die Positivassoziationen zum Islam sind wiederum sehr gering. Auch hier Die Tabellen von der Münsteraner Studie, die können Sie übrigens auch im Internet abrufen, wenn Sie die interessiert. Universität Münster, Detlef Pollack hat diese Studie gemacht, ist eine Repräsentativstudie eben europaweit gewesen. Hier ist ganz spannend, dass die positiven Begriffe, die man eben mit dem Islam verbindet, auch in Deutschland extrem viel niedriger sind als in anderen Ländern, von denen man es anders erwarten würde. Nehmen wir mal die Niederlande und da würden wir uns denken, da gibt es ja eine dezidiert antimuslimische Partei rund um Geert Wilders und dass dort diese antimuslimische Stimmung medial und politisch eine sehr starke Präsenz hat, trotzdem assoziieren 32,6% der Befragten den Islam mit Friedfertigkeit und fast 45% mit Solidarität, wobei das bei uns in Deutschland immer noch, wie Sie sehen, an den grünen Balken die niedrigsten Werte hat. Bei uns ist die Assoziation zu Islam, habe ich Ihnen eben gezeigt, eher mit Fanatismus, Verweigerung und Genderproblemen. Und interessant ist, dass es auch ganz oft, das ist ja immer wiederholt, deswegen ist mir das fast unangenehm, das hier oben nochmal zu sagen, diese typischen Aussagen nach dem 11. September, dass eben man immer das Gefühl hatte, dass man sagen musste, ich bin Muslimin, aber ich bin auch gegen Terrorismus. Also diese Funktionsweise von sofort sich entkoppeln von etwas, wovon man sich als Mensch sowieso entkoppeln würde, ist jetzt schon sehr oft gesagt worden, aber ich möchte Ihnen einfach da noch mal Zahlen vielleicht mit an die Hand geben. Der Verfassungsschutz in Deutschland ist ja sehr aktiv und hat auch sehr starke Beobachternetzwerke und hat eben, wir haben im letzten Verfassungsschutzbericht, der vor 2 Monaten erschienen ist, hat der Innenminister noch einmal hervorgehoben, dass das Hauptproblem, was wir hier sicherheitspolitisch haben, weiterhin das Islamismuspotenzial bleibt und das Risiko. Und das liegt auch daran, weil logischerweise das Risiko aus diesen Terroranschlägen höher bemessen wird als das Risiko aus linksextremistischen Taten wie Autos anzünden zum Beispiel. Ja, wenn da was passiert, dann ist es natürlich hier höher. Aus dem Grund kann er diese Einschätzung auch treffen. Aber trotzdem ist es interessant, vielleicht die Zahlen für sich mal zu kennen. Und zwar können wir uns anschauen, 2010 37.500 Personen ungefähr, die dem islamistischen Milieu zugeschrieben werden. Bei einer Zahl von 4,3 Millionen Muslimen liegt das deutlich unter 1%. Also ungefähr 0,7% werden diesem islamistischen Milieu zugeschrieben und beobachtet. Wichtig für Sie zu wissen, dass von diesen 37.500 allein 30.000 die militärisch sind. Das heißt, jede Mutter, Vater, Onkel, Opa, Kind aus der Miligörisch fließt in diese 30.000 mit rein. Also wir reden hier nicht von einem Gefährdermomentum, sondern von dem Milieu, was die einstufen. Und das heißt, es ist sehr breit beobachtet worden und trotz der Breite kommen wir auf unter 1%.
das einfach nur mal mitnehmen, warum immer die Frage, warum die 99% trotzdem mitgedacht werden in dieses Sicherheitsrisiko. So, das will ich Ihnen natürlich nicht vortragen. Das ist nur eine Effektfolie, um zu zeigen, dass all die Studien, die wir in den letzten Jahren hatten, nichts daran geändert haben, dass die Wahrnehmung besteht. Wir konnten vor dem Integrationsgipfel sagen, nun denn, wir wissen sehr wenig über die. Lasst uns doch mal über die Muslime forschen. Und dann ändert sich vielleicht auch die Wahrnehmungsstruktur. Ich mache mal eine Folie, zwei Folien, drei Folien. Ich könnte Ihnen noch 10 Folien machen, weil in den letzten Jahren noch mal mehr dazugekommen ist. Aber die Wahrnehmung hat sich nicht geändert. Die Heidmeier-Zahlen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, sind die aktuellsten Daten dazu. So, ich komme jetzt langsam zum Schluss. Warum das Probleme hat in der identitären Verortung? Weil wir, wie wir gesehen haben, ich bin eingangs gestartet mit der Aussage, 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund haben wir hier, also jeder fünfte Bürger in diesem Land hat einen solchen Migrationshintergrund. Und davon sind aber knapp 10 Millionen eben schon Deutsche. Dort gibt es auch wieder spezifische Unterschiede. Wir reden von erster, zweiter, dritter, manchmal vierter Generation. Das sind sehr schwammige Übergänge. Der Mikrozensus ist dazu übergegangen, das zu reduzieren und eher die Gruppen einzuteilen in solche mit eigener Migrationserfahrung oder solche ohne Migrationserfahrung, weil dort die spezifischen Momente von wer bin ich nochmal stärker andere Formen von Artikulation finden. Also wir können hier sehen, 10,6 Millionen Menschen gelten als Zuwanderer, weil sie Migrationserfahrung haben. Und ungefähr ein Drittel der Menschen mit Migrationshintergrund haben überhaupt keine Erfahrung mit Migration mehr. Wir arbeiten hier mit dem Begriff Postmigranten. Der wird aber sicherlich irgendwann auch überholt sein. So wie irgendwann mal skizziert wurde, der Begriff Menschen mit Migrationshintergrund war ja irgendwann im Jahr 2005 auch als Neuerung gedacht und auch als Neuerung empfunden, als Ablösung zu Ausländer, Gastarbeiter, was auch immer. 5 Jahre später sind wir im Diskurs weiter. Der Begriff löst sich ab. Wahrscheinlich wird Postmigranten sich auch über die Zeit wieder ablösen. Nur um die Gruppe mal zu fassen, die über keine Migrationserfahrung verfügt. Und dort haben wir eben beobachtet, dass es ab der zweiten Generation vor allen Dingen zu diesen mehrteiligen Zugehörigkeitskonnektoren kommt. Während die erste Generation noch sehr viel deutlicher sagen kann, ich bin Türke, ich bin Iraner, Chinese, Spanier, fängt ab der zweiten Generation dieser Moment der nicht mehr eindeutigen Verortung statt, wo man eben diese Mehrteiligkeit hat. Ich bin nicht nur Deutscher, sondern auch Spanier. Ich bin zwar Deutsche, aber auch Türkin. Einerseits bin ich Deutsche, andererseits aber auch Iranerin. Oder ich bin sowohl Deutsche als auch Chinesin. Also insofern haben wir mehr dieses additive Momentum, dass das frühere Exklusive ablöst, diese Entweder-Oder. Und das hier ist jetzt auch meine letzte Folie. Wir haben mal versucht zu untersuchen, ob man Reaktionsformen messen kann, je nachdem, wie sich jemand verortet. Und weil unser Forschungsprojekt Heimat heißt, haben wir das ganz viel an Heimat angelehnt und haben gesagt, es gibt Momente, wie ich eben schon versucht habe zu skizzieren, wo Menschen sich eindeutig verorten wollen. Es ist ihnen ein Bedürfnis und es hat nichts mit unmoderner Antidemokratie oder sonst irgendwas zu tun. So wie Kenan Kulat heute gesagt hat, differenzierte Gesellschaften haben ein Recht auch auf Segregation. Wir werden in modernen globalisierten Gesellschaften immer Parallelgesellschaften haben. Wir müssen einfach lernen, mit diesen sozialen Konflikten auch umzugehen und unseren Wandel zu definieren. Aber insofern Einheimigkeit, viele, die eben nicht sagen möchten, ich bin das und das, sondern eindeutig, ich bin türkisch oder ich bin deutsch. Das funktioniert oft über eine nationale Verortung. Man möchte eine bestimmte Nationalität nennen. Bei Mehrheimigkeit habe ich eben diese multiplen Zugehörigkeiten benannt. Das funktioniert oft durch diese Bindestrichvarianten. Deutsch, Türke, Deutsch, Spanier, Russland, Deutscher, wie auch immer. Da ist keine klare nationale Verortung mehr, multinationale Verortung. Dann haben wir die Formen von Keinheimigkeit. Darüber wurde auch heute auf dem Podium schon mal gesprochen, dass man so sagt, immer nur nationale Einordnung. Was hat das mit mir zu tun? Ich bin Weltbürger, ich bin Mensch, ich bin... Das ist eine transitive Form. Ich bin, wer ich bin. Das sind Sachen, die wir aus unseren Interviews abgefragt werden. Deswegen liste ich die so auf. Und dann gibt es eben den Moment von Neuheimigkeit.
Das passiert oft. Da hatten wir auch Interviews, wo Menschen definiert haben, gesagt haben, ich habe diesen Zustand nicht mehr ertragen können. Was bist du jetzt, Deutsch oder Türkisch? Nicht mehr. Ich habe ein Bekenntnis zur sozusagen eher Umma. Ich bin Muslim. Das reicht. Das ist das, was ich sagen möchte. Also diese Entkopplung auch von nationaler Zugehörigkeit mehr zu einer transnationalen Form, also etwas Universalistisches. So, jetzt natürlich das Spannende, was wir auch als Institut dann zum Beispiel von den Sicherheitsdiensten tatsächlich abgefragt wurden, ob wir jetzt sagen können, wer von diesen Leuten, die das abbildet, ein bestimmtes Reaktionsspektrum aufzeigt. Da konnten wir nur sagen, ungefähr so. Also alles ist möglich. Jede Form von Reaktion, ich meine, das schließt vielleicht an meine Untersuchungen zu Hybridität an. Es gibt keine Bestimmbarkeit dessen mehr, welche Reaktionsformen und Identitätsformen zwangsläufig bestehen. Also wir beobachten Rückzug und Apathie. Wir beobachten auch Selbstethnisierung. Wir beobachten auch freiwillige Desintegration. Umgekehrt beobachten wir ganz selbstbewusste Partizipation. Wir beobachten ganz aktive Formen von Transformation. Ich bin, also wie man tatsächlich mit dieser aktiven hybriden Identität das Land mit beeinflusst. Und wir haben auch Assimilation, wie Cem Özdemir heute gesagt hatte, und auch Radikalisierung. Also das Spektrum ist sehr breit. Und das ist das, was wir liefern können. Natürlich auch kein deutliches und eindeutiges Forschungsergebnis. Wir sind auch noch nicht am Ende. Aber ich glaube, wir werden bei dieser Uneindeutigkeit bleiben. Und ich glaube, dass das dazu führen wird, wenn man das jetzt nochmal in diese ganze Diskussion, die wir heute geführt haben und die Fragen, die immer wieder stellen, die Leute sagen, ach, ich bin's leid, ich will nicht mehr gefragt werden. Ich glaube, dass wir auf einem Weg sind, dass sich das Land auch nach dieser Sarrazin-Debatte sehr viel stärker dessen bewusst geworden ist, dass es plural und heterogen ist. Und ich glaube, solche Momente werden irgendwann auch mal absterben. Vielen Dank.